Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzilla und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute die Magapri-Quest spielen und dazu habe ich mir schon, ja sogar schon vor ein, zwei Wochen, den Ruf bei den Eidgebundenen hier auf Ehrfürchtig gebastelt. Den brauchen wir nämlich unter anderem. Und ja, dann sind wir einmal hier wieder in dieser Hütte, wo die ganzen anderen verbündeten Völker sind, diesmal auf Hordenseiten. Das gleiche hatte ich ja schon mal jetzt für die Dunkeleisenzwerge auf der Ali-Seite gemacht. Und wir müssen einmal mit Eitring reden. Und, Vor Jahren verfolgte die Horde den flüchtigen Garrosh Höllschrei in ein Echo des Draenors, das ich kannte. Dieser Champion hat sich mit der Rettung Draenors vor Garrosh und der brennenden Legion das Vertrauen der Orks dort verdient. Sie stehen in der Schuld der Horde. Und diese Schuld sollten wir einfordern. Ein Heer kriegslüsterner Orks aus einer anderen Welt? Ausgebildete Soldaten? Waffen, die nur darauf warten, auf die Allianz gerichtet zu werden? Interessant. Ich sehe den Nutzen dieses Plans, aber ist das Tor zu diesem anderen Draenor nicht verschlossen? Ich bin an ein Fragment des Artefakts gelangt, mit dem Garrosh zu dieser Welt reiste. Ich glaube, es kann den Weg wieder öffnen, doch dazu brauche ich Hilfe. Unsere nachtgeborenen Verbündeten haben eine besondere Affinität für Teleportation. Ich schlage vor, ihr macht euch ihr Wissen für eure Reisen zunutze. Mit eurer Erlaubnis, Kriegshäuptling. Kommt, Champion! Ich habe jetzt mal den Ton ein bisschen lauter gemacht, dass ihr ja auch hier die Dialoge hört. Mal gucken. Ich darf bloß nicht ins TS gehen, sonst fliegen euch die Ohren weg. So, er sagt, kommt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt, ach, schau mal, wir müssen nach Zandalar. Ich wusste es. Hab da noch den Ruhestein nicht ready, aber wir haben hier unten ein Portal einmal drin. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, deswegen, ich dachte mir schon, dass es wieder zu leise ist. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal hochgedreht. So, hier müssen wir nach Zandalar. Also holen wir jetzt eigentlich Krieger aus einer anderen Realität. So, naja, reden ist schwierig, aber wir haben schon spät. So, Okulet, den kennen wir noch aus Suroma. Und zwar, Hallo. Jetzt müssen wir zu Timeless Eyes. I love you, boy. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Eigentlich über Dalaran würde ich gehen. Habe ich jetzt hier... Naja, komm. Dann porte ich mich jetzt hier. Obwohl, ich hätte auch nach Uldum gehen können über OG. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass wir nachher nicht nochmal einen Port brauchen. Weil ich gehe jetzt über Dalaran nach zu den Höhlen der Zeit runter. Und dann schauen wir gleich mal. Aber oft bei solchen Quests brauchst du 5 Ports gefühlt, weil du immer irgendwo anders hinlaufen musst. Wenn du alles auf... Obwohl, eigentlich easy, ich bin ja Druid. Ich kann mich ja in meine Order Hall porten. Und von der Order Hall kann ich, Shatra, hier. Kann ich ja immer nach Dalaran und von Dalaran kann ich... Ja, gut, das Druid ist eigentlich geschenkt. Ja, es gibt 2 Draenors. Ich kann das vielleicht so... Warte mal, wo muss ich denn jetzt genau rein? Ich muss schon runter, ne? Ich muss schon da... Ah, genau. Ich kann das mal ein bisschen erklären. Also, Draenor ist quasi die Scherbenwelt. Bloß die Scherbenwelt ist quasi Draenor, nachdem es zerstört worden ist, weil da so ein paar lustige Hexenmeister einen Haufen Portale aufgemacht haben. Ich glaube, Gul'dan, Ner'zhul, diese Konsorten. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Ner'zhul da noch mit involviert war, weil der ja dann in Eiskrone oben gefangen wurde und dann zum LK wurde, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und das Burning Crusade, quasi Scherbenwelt, ist die zerstörte Scherbenwelt, so wie sie heutzutage ist. Und das Draenor ist ein reines Zeitreiseding, wo wir dahin sind, bevor diese ganze Geschichte passiert ist. Deswegen ist da ja auch der Vater von Thrall am Start und der Vater von Garrosh, und die sind alle so alt wie sie. Also das ist eine Time-Walker-Dings quasi, komplette Time-Walker-Expansion, wenn du so willst. Bezwingt das Echo von Gul'dan. Super, jetzt müssen wir natürlich wieder woanders hin. Also, jetzt müssen wir hier hin. So, jetzt würde ich sagen, mache ich meinen Trick 17. Und jetzt müsste ich eigentlich... Na, ich dachte mir das schon, dass wir hier 5-mal porten müssen. Ja, verwüstete...
Tempel des Weißen Tigers muss ich auch noch. Okay, ja, das wird spannend. Ah, shit. Nach Pandaria hätte ich mit dem Main-Char, also mit meinem Ali-Char, hätte ich ja zumindest einen, hätte ich ja zumindest den Challenge-Mode-Port. Wobei, da ist auch keine Ini in der Nähe, höchstens vielleicht hier Shadowpan-Kloster, ne? Für sowas kann man immer schön den Challenge-Mode-Port nehmen, aber den habe ich ja leider nicht mit dem Char. Den hast du wirklich nur auf dem Char, wo du es gemacht hast. Und ich habe die MOP-Challenge-Mode-Port als auch die von WoD nur auf dem Druid, weil ich nur mit einem Char damals die, wie hieß denn das eigentlich? Challenge, ja, das hieß Challenge-Mode, ne? Das ganze Gedöns. Seht ihr, deswegen, so kann ich es halt auch laufen, dann können wir. Also jetzt ist halt Portal-Marathon. Port nach Druid-Port, Port nach Dalaran, von Dalaran nach OG und von OG muss ich jetzt zum. Halt, was muss ich machen? Verwüstete Lande, das muss ich, brauche ich. Seht ihr, das waren jetzt ein Port, zwei Port, drei Port, vier Ports hintereinander, aber es ist halt das Schnellste, was du machen kannst. So, und jetzt müssen wir einmal zum Portal. Bald haben wir den Port wieder ready und seht, der Druid-Port ist schon wieder ready, weil der nur eine Minute Abklingzeit hat. Also eigentlich kannst du als Druid jede Minute deine komplette Portroute gehen, weil du immer das Dalaran-Portal dahinter hast. Das ist schon sehr angenehm. Eigentlich könntest du als Druid alle Ruhesteine zerstören, weil es dich halt eh nicht juckt. Aber gut. So. Was haben wir denn? Ah, da haben wir diesen Zeitdrachen. Jetzt müssen wir hier Gul'dan und. Ach, schau mal. Ihr könnt mir bringen, wie es zu Echo Ende. von Gul'dan, da haben wir ihn wieder. Gegen den habe ich ja schon das ein oder andere Mal gekämpft. Den hast du ja quasi im. Du hast ihn ja quasi Fragment von im Kampf Ihnen von Mannoroth, ne? Hast du ihn ja mit geht dabei. Du hast diese ihn im Kampf von Kraft. Eichimond in Hellfire Zitadelle so am Rand dabei. Und dann kämpfst du ja dann schlussendlich mit ihm oben in Nighthold. Und da killst du ihn und ja, hast ja dann Illidan am Ende noch dabei und solche Geht Geschichten. Also diese eigentlich ist die Story Kraft. um das Ganze in Warlords of Draenor bzw. dann Legion ziemlich nice gemacht. Ernsthaft, der viert mich, aber ich kann hier Inzi drücken. Ach gut, ich bin ja im PvP-Mode, dann kann ich ja hier im Open PvP meine Stacks hochballern. Ah, das habe ich ja vollkommen vergessen. Müsste ihm eigentlich sein. Verbrennt von innen. Und das kann ich ausweichen, okay. Ah, schau mal, das muss ich ihm kicken. Das ist nämlich der Shit, der mich hier krepieren lässt. Seht, verbrennt Also der ist von jetzt nicht innen. sonderlich krass, aber ich denke mal, wenn du hier Low Gear hast, kann der schon nervig sein, kann ich mir vorstellen. 400k. Also wenn du jetzt irgendwie so ein Mage bist, der sich nicht heilen kann oder so, kann ich mir schon denken, dass du hier ordentlich aufs Maul kriegst, ne? Gut, vielleicht ist Geld ja auch Ich wieder mit Gear bin hoch, das weiß ich jetzt nicht. Gul'dan, die Inkarnation der Dunkelheit. So Ernst? Ja, jetzt muss kann ich dahin. es Ihr nicht hattet recht. enden. Warte mal, dann machen wir das wieder. War das wieder andersrum? Eine WoW-Serie würde ich auch sehr begrüßen, um diese Story mal außen rum, weil ich sag mal so, ich habe das meiste gespielt und ich würde mich jetzt nicht als absoluten Lore-Experten hinstellen wollen. Das bin ich sicher nicht. Aber ich denke mal, die Lore im Game und auch so von dem Spiel davor, also von Warcraft 3, die weiß ich im Großen. Ich habe mir auch einige so Lore-Videos angeguckt und so ein paar Sachen nachgelesen. Ich habe nicht alle Bücher gelesen, also im kleinsten Detail, wie der Bruder vom Freund vom irgendwem heißt, weiß ich nicht, ne? Aber die Main-Lore und so ein bisschen was drumherum weiß ich schon, würde ich sagen. Also die groben Zusammenhänge weiß ich auf jeden Fall. Und ich muss sagen, wenn man das weiß und so ein bisschen im Spiel auch guckt, dann macht es auch. Ja, es macht schon wesentlich mehr Fun dann, weil du dann auch so verstehst, okay, warum macht wer jetzt was? Das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Und das finde ich an WoW auch cool, im Gegensatz zu so vielen Azir-Grinder, wo du halt einfach nur Mobs umhaust und es halt gar keine Story rumgibt oder einfach nur diesen Böse, hau die mal um. Und vor allem, es gibt hier auch sehr, sehr viele so graue Charaktere. Auch Sargeras ist ja nicht wirklich jemand, der
der nur vom Bösen getrieben ist, sondern der will ja eigentlich auch nur das Gute. Er kämpft ja eigentlich auch gegen die Void Lords beziehungsweise die alten Götter, ne? Das musst du halt auch sehen, dass er eigentlich gar nicht der Overbaddy ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Story noch in Zukunft so drehen wird, dass man vielleicht erkennt, dass man den Falschen aufgehalten. Gut, er wollte Azeroth zerstören. Gut, vielleicht musste man ihn aufhalten. Aber eigentlich hatte er gar nicht so schlechte Motive gehabt, ne? Wenn du es so siehst. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt einmal das nicht. Könnt ihr mir sagen, wie viele Echos ich zerstören muss? Sind es viele? Lore kennst du ein bisschen. Was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist, was Barlow mit Kraft zusammen macht. Die arbeiten die Chronicles auf. Ich wollte mir die irgendwann auch mal durchlesen, aber ehrlich gesagt war ich immer zu faul. Und die machen das sehr, sehr gut. Also das kann ich sehr empfehlen. Das kommt immer sonntags raus und das gucke ich mir sehr gern an. Also das ist zu empfehlender Content auf jeden Fall. Bist du Veganer? Nein, ich bin kein Veganer. Nein, du musst aus der Perspektive musst du immer sehen. Du darfst nicht von der eigenen Perspektive ausgehen. Im Endeffekt, Azeroth hat die stärkste Weltenseele. Was ist denn das jetzt für einer? So ein Ork muss ich töten. Kenne ich die? Ne, die kenne ich nicht. Kriegsfürstin. Doch, warte mal. War die nicht? War die nicht in der einen Instanz? Oder irre ich mich da jetzt gerade? Warte mal. Warlords of Draenor. Schwarzfels. Ha! Der Täler. Ein Teufelskerl. Kriegsfürstin Zaela. Hier, das ist die. Seht ihr das? Das ist die Tusse. Ein Teufelskerl, kann sich keinen Namen merken, aber findet die raus. Meine Klinge ist euer ein Teufelskerl und er hat hier... Seht ihr, das ist genau die Tusse. Ich wusste es doch, dass ich die irgendwo kenne. Das war damals nämlich der schwierigste Timewalker. Und ich habe ihn sowohl getankt als auch geheilt. Der war, also nicht Timewalker, der schwierigste Challenge-Mode. Also in WoD war das der schwierigste, würde ich mal sagen. Diese Kack-Inni, wie heißt denn die? UBS war das, ne? Oberschwarzfelsgipfel. Das war, ja. Das war eine lustige Geschichte. Meine Klinge ist euer Ende. Wer die Mutter von Garrosh ist. Ja, du, ich kann's dir nicht sagen. Wahrscheinlich die Frau Hellscream ist es dann. Wie die heißt, keine Ahnung. Ich kenn nur den Vater. Nicht die Mutter. Meistens kennst du halt immer die Väter, ne? Wenn die Mutter spielt, spielen immer nicht so eine große Rolle. So, den haben wir umgeboxt. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir wieder nach OG. Was ist das? Hier ist einer. Achso, ich bin noch im PvP-Mode. Soll ich den Lowy umhauen? Nee, ich töte keinen Lowy, Allianzler. So, jetzt wieder Port nehmen. Müssen wir wieder nach OG zurück. Und dann schauen wir mal. Ach, schau mal, wir müssen hier sogar davor. Echo von Garrosh Höllschrei müssen wir jetzt killen. So, also müssen wir einmal nach OK. Nee, um auf das Sagaras-Ding zurückzukommen. Im Endeffekt, wenn du es aus der Sicht siehst, Azeroth ist die mächtigste Weltenseele, die halt bekannt ist. Die, quasi die Void Lords wollten sie mit den alten Göttern verderben. Hier die Titanen haben versucht, die rauszureißen, hat nicht geklappt. Und Sagaras ist dann mad geworden, weil das halt nicht... quasi nicht geschissen kriegt und dachte sich, ja gut, dann zerstöre ich halt alles, dann können sie es nicht korrumpieren. Ist eigentlich eine schlüssige Sache. Dass wir das nicht so cool finden, weil wir auf dem Planeten drauf hocken, ist die andere Geschichte. Aber aus seiner Warte ist es eigentlich eine Lösung, die zielführend ist, wenn du es so nimmst, ne? Es ist nicht die beste Lösung, aber es ist zumindest eine zielführende. Achso, wir müssen nach SOO rein. Wärst du eingefleischter Hordler, hättest du den umgeboxt. Mir geht's nicht um Horde oder Allianz, aber ich mache nur Sachen, die mir nutzen, ja. Und ich versuche, wenn ich nicht asozial sein muss, dann versuche ich nicht asozial zu sein. Und da ist ein Lowy,
Ich kill den auf jeden Fall, der hat keine Chance. Ich krieg durch den keine Ehre, ich krieg durch den gar nichts. Das Einzige, was ich erreiche, dass ich den Typen abfuck. Warum soll ich den Typen töten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwer hier Lois zu töten, weiß ich nicht. Da kann ich mir auch nichts einbilden, dass ich der Geiste bin, weil ich den jetzt umgeboxt habe. Das ist einfach nur, es ist einfach nur low, man muss es so sagen. Deswegen töte ich den auch nicht. Es geht jetzt auch nicht darum, dass es ein Ali ist. Wenn ich jetzt mit dem Ali-Char dran gewesen wäre, es ein Horde, hätte ich das gleiche gemacht. Hätte ihn auch nicht umgeboxt. Wenn er mich angreift, dann go for it, ne? Dann hätte ich ihn weggemacht. Klar. Dann ist er selber schuld, aber... Also ich weiß nicht, wo, ich brauche da keinen Loan umzuhauen. Ernsthaft, jetzt ziehe ich Inka und er muss seinen scheiß Wirbelwind anmachen? Ich hasse dich, Garrosh. Er war schon damals ein Spacken und jetzt, Das Szenario hat keine Eltern. Die Macht des Arsenals der wahren Horde. Doch, Malorne ist doch der Vater von Szenarios, oder? Irre ich mich, der Hirschgott. Oh, warte mal, okay, dem Shit sollte man vielleicht ausweichen. Das macht gar nicht so viel Schaden, ich kriege hier... Also ich kriege hier doch, wenn ich die Mechanik nicht spiele, anscheinend doch ein bisschen Schaden. Ist cool, dass man hier mal wieder drin ist, ne? Also hier... Ich frage mich, was die eigentlich mit dem ganzen großen Unterbau hier gemacht haben in OG. Eigentlich wäre es doch cool, wenn man es irgendwie nutzen würde. Dass man jetzt so einen riesen Keller hat. Aber irgendwie sieht man den gar nicht mehr, ne? Dann hat man jetzt nur eine Instanz gesehen, aber dann ist... Was hier? Genau, Elune und Malorn. Genau. Das wollte gerade sagen. Also, dass Szenarios keine Eltern hat, ist schlichtweg falsch. Okay, warte mal, ich zieh mir einfach. Jetzt bin ich in beide reingelaufen, aber ich hab einfach Inka gezogen und es juckt mich halt nicht. Ja. Aber man hätte, wenn man gut gespielt hätte, ja, was ich jetzt eben nicht habe, dann hätte man auch beide ausweichen können, wahrscheinlich. Aber man kann auch einfach sagen, juckt mich nicht, ich zieh meine CDs und. Die Schultern sind schon ziemlich nice von dem. Ich saug die Energie ein. Oh, Energy. Energy. Bin Energy-Staubsauger. Und jetzt Quest abgeben? Fäden des Schicksals zusammen, okay. Ja, Herkules ist auch nur ein Halbgott. Also, keine Ahnung. Nee, naja... Also ich sag mal so, Elune lässt sich ja nicht so wirklich greifen. Manche behaupten ja, dass es der Mond von Azeroth ist, dass das Elune sein soll. Oder dass Elune Azeroth selbst ist. Und leider gibt es ja verschiedene Theorien. Aber ich glaube, was genau... Warte mal, wo muss ich das jetzt abgeben? Super, jetzt muss ich wieder diese Kackpyramide. Ernsthaft? Weißt du, kann der mich hier nicht rausfliegen? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht, oder wie? Danke fürs Gespräch. Ja gut, dann machen wir das halt anders. Weißt du, für was fliegt dieser Kackdrache runter, wenn du nichts mit ihm anfangen kannst? Love you. Jetzt muss ich wieder 5000 Portale nehmen, für nichts. Also Malorne ist ja wirklich greifbar, ne? Malorne ist ja quasi, der Hirsch. Wir haben ja auch im Hial diesen, sehen wir ja tatsächlich Malorne, diesen Geist, und wir haben ja auch seinen Schrein da, ne? Das ist ja soweit alles klar. Das ist der Papa. Aber Elune ist ja die Göttin, die die Nachtelfen anbieten, die anscheinend der Mond sein soll. Anscheinend. Aber was Elune genau ist, weiß man ja nicht so richtig. Mit irgendwas muss ja dieser Hirsch gepimpert haben, ne? Wenn man es jetzt mal ganz plump runterbricht. Der wird sich ja nicht über den Mond hergemacht haben. Nehme ich mal an. Hoffe ich zumindest. Das ist ein bisschen weird. Naja, man weiß es nicht. So, jetzt muss ich wieder hier... Okay, also jetzt überleg mal, wenn du diese Questreihe machst und kein Druid bist und keine 5 Millionen Ports-Dinger hast, dann bist du vielleicht ganz schön aufgeschmissen, muss ich sagen. So, als... Das war nämlich bei den anderen Dingern auch schon so ein Kack. Können sie denn nicht einfach dann immer einen Port schmeißen? Weil das ist halt kein gutes Gameplay. Das ist halt... Halt dringend. Haltet eure Waffen scharf. Du sprichst mit dem einen, sprichst mit dem anderen und der andere sagt, sprich wieder mit dem einen. Ich bin bereit nach Draenor. Die Magie oder sie übermannt euch. Ich weiß, die Sturmgrimm-Eltern, ja, tatsächlich kennt man die nicht. Also ich kenne sie zumindest nicht, ne? Sprecht. Ich grüße euch, sterbt ehrenhaft. Was wollt ihr? Kraft und Ehre. Hey, die haben uns eingetütet. Was soll denn das hier? Was wollt ihr? Tromkar. Die haben uns einfach eingetütet. Was soll denn der Shit? Grünhaut, widerlich. Hätten wir halt einen grüße. Von diesen Dings-Orks hier hingeschickt.
was soll am 8.1. kommen? Ach, 1.8 im November, so rum. Ah, okay, jetzt check ich das. Ja, auf bald. Grüße. Wir haben Gefangene, okay. Wer ist denn jetzt hier der Oberanführer? Was wollt ihr? Sprecht rasch. Wir haben Schlachten zu gewinnen. Was ist klar? Okay. Wir müssen das Banner hier einmal drücken. Gut, Banner haben wir gedrückt. Was müssen wir jetzt machen? Ach, wir müssen den Bannern Respekt zollen, okay. Ah, okay. Das war das zweite. Das war vom Kriegshymnen-Clan. Schwarzfels-Clan. Was haben wir hier? Frostwolf-Clan haben wir hier. Dann können wir die Quest abgeben. Loktar! Aha, okay. Das Herz der Magar ist. So, und was müssen wir jetzt machen? Ach ne, das ist die andere Quest. Das ist die andere Quest. Aber hier, das sieht schon cool aus. Aber dass die Orks quasi jetzt, die hier am Black Rock sind, dass wir die für uns gewinnen müssen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, schau mal, Rexar haben wir. Ne, das ist nicht Rexar. Das sah aus wie Rexar. Das ist Grummer Shellscream. Ah, schau mal an. Ah, er kannte den Etin. Aha, ja. Die kennen sich anscheinend. Rina zurückgekehrt. Schade, dass das alles nicht vertont ist. Okay, jetzt müssen wir dem erstmal helfen hier. Wo müssen wir denn hin hier hinter? Aber wir sind jetzt schon in dem Warlords of Draenor, wo wir quasi auch in WoD gespielt haben, oder? Also quasi sind wir hier in dem, also so wie ich denke, in dem Geschichtsstrang, dass wir Gul'dan oder die Legion besiegt haben hier und wir aber auch Blackrock Foundry besiegt haben, oder? Stimmt, Grommash hat überlebt, ja, den hatten wir ja auch in der Dings. Warte mal, kann ich hier fliegen? Ah, super. Ich hab doch Fliegen in Dings freigeschaltet. Jetzt kann ich hier nicht fliegen, weißt du? Das ist doch mies. Ja, die Mobs sind alle 100, okay, das ist easy. Aber fliegen kann ich nicht, das ist gammelig. Warte mal, vielleicht irgendwie mit. Ach nee, okay, der. Ich wollte gerade den Dino hier anmachen. Der Dino, der kann sicher nicht fliegen, das ist klar, ja. Nee, ich kann aber nicht fliegen, schau. Ich mach den Dings hier an. Warte mal, kann ich hier irgendwie. Warte mal, irgendwas, was sicher fliegen kann, das vielleicht? Nee, schau, du kannst ja nicht fliegen. Das ist anscheinend nicht das. Schau mal, das ist nicht das Warlords of Draenor, das wir kennen, sondern das ist was Phasedes. Wir sind hier in einer komplett eigenen Phasing. Das ist Draenor, wo wir waren. Okay, also. Haben wir also. Okay, die sind alle mit uns neutral. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, die Überläufer, die müssen wir töten. Das sind die bösen Typen. Aber das sind alles 120er Mobs jetzt tatsächlich. Die habe ich damals schon gehasst, weil du die nicht zusammenziehen konntest. Muss ich sie irgendwo LOSen, die Viecher? Wir waren ganz schön ran, oder? Hier. Ich muss halt 10 von denen killen. Was soll denn der Shit? Hier waren immer ziemlich viele drin. Jetzt hoffe ich, dass sie nicht resetten. Ah, der läuft schon wieder weg. Shit. Komm, den kicken wir und dann ziehen wir uns zu den anderen, bevor sie alle resetten. Ach komm, jetzt läuft er weg. Ist das dein Ernst? Okay, die sterben ziemlich gut. Die halt, ne, okay, ich kann die nicht mehr looten. Ja, gut, dann, ne, dann halt nicht. Jetzt mal schauen, ob ich auch eine Instanz laufen muss am Ende. So wie es bei den Dings war, ne? Also bei den Dunkeleisenzwergen musste ich am Ende, ich glaube, Riesenflöz war's. Die musste ich einmal laufen. Also mal gucken, ob ich hier auch eine Inni laufen muss. Schauen wir mal, ob wir alle zusammengezogen kriegen. Na komm her. Ja gut, wir haben hier den Anführer haben wir ja dabei und Eitring, die hauen beide ein bisschen rein cleaven. Achso, den einen hätte ich gar nicht mal gebraucht. Ich habe kein Ziel. Achso, ich muss nur einen Boss töten? Ist der Boss da oben? Okay, der Boss ist anscheinend da oben. K-
Keine Inni, okay, das ist gut. Also jetzt muss ich wieder mit so einer Random-Gruppe laufen. Und ich sag mal so, das letzte Mal, wo ich mit so einer, naja, ich hab mir über, also das bei den Dunkeleisenzwergen konnte, hab ich ja dann im Tool angemeldet und da habe ich halt auch wieder so eine Expertengruppe erwischt, also so eine richtige Expertengruppe. Oh, was haben diese Unruhen zu bedeuten? Nicht mal euer eigenes Volk kann euch beschützen. Warum soll ich euch folgen? Oh. Die Tage der Magar sind gezählt. Oh, jetzt hat er sogar sein Helm abgelegt. Ah, ganz schön viel live, ne? Aber die zwei Typen, die ich dabei habe, die hauen, glaube ich, gut rein. Also, ah, da sollte ich vielleicht rausgehen. Was, du hast hier ja richtig Bosse mit Movement und allem, ne? Also, da... Okay. Ich glaube, dazu bin ich schon... Also, ich muss die Movement-Part hier gar nicht spielen. Also, weil ich genug aushalte als Tank. Da kann ich theoretisch auch komplett durchziehen. Okay, also den Trainer... Ja gut, macht ja auch Sinn, dass man da nicht nochmal... Bei den Dunkeleisenzwergen musstest du aus dem Riesenflöz was besorgen, was sie dir halt geklaut haben. Die haben irgendwas von dieser Schmiede geklaut und da musstest du dann halt nochmal in den Riesenflöz rein, ne? Genau. Aber hier scheint es ja relativ gechillt zu sein. Aber es ist eigentlich schon eine coole Story. Bloß bei den Magar-Orks hatte ich halt gedacht, dass wir die aus der Scherbenwelt holen sollen und nicht... Ich höre eure Worte, aber eure Taten sind es, an denen ich euch was messe. Was braucht ihr? Klingen. Okay, da haben wir nochmal einen Typen. Ich dachte halt, dass wir in die Scherbenwelt gehen müssen und nicht, dass wir hier nach Draenor die holen, ne? Das hatte ich halt nicht gedacht. Also, ich find's ein bisschen komisch, ein Volk aus einer anderen Timeline quasi oder anderen Zeitlinie quasi zu rekrutieren. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Okay. Nach Archimons Untergang haben die Orks und Draenor zusammengearbeitet, um die Legion aus Draenor zu vertreiben. Das waren die guten Jahre. Doch ohne Dämonen, gegen sie die kämpfen konnten, wurden in Draenor... Okay. Ah, von ihrem kostbaren Licht. Okay, jetzt haben wir anscheinend hier Clinch mit dem Licht. Jetzt mal gucken. Wo müssen wir denn hingehen jetzt? Ach, dahinter müssen wir. Die labert ja... Ja gut, die Orks hier in Ding sehen besser aus, aber sie hätten ja auch in Dings einfach updaten können, oder? Sie hätten doch einfach in der Scherbenwelt die Orks updaten können, dann wäre es doch auch wieder gut gewesen, oder nicht? So, warte mal, jetzt habe ich nicht die ganze Story gesehen. Was müssen wir denn machen? Die Tyrannei des Lichts muss beendet werden, sagt sie. Okay. Okay, die Magar-Orks haben jetzt Probleme mit dem Licht. Das, okay, die Story ist jetzt ein bisschen weird. Okay. Okay, das Lager kenne ich aber noch nicht, oder? Das... What the fuck, was ist denn hier für ein Riesenlager? Das gab's damals nicht, das Lager. Da war hier was anderes. Da war doch hier oben dieses Allianzlager, oder irre ich mich jetzt gerade? Ist aber okay, die haben hier ein komplettes Lager hingebaut. Warte mal, muss ich in diese Kriegsmaschine rein? Oder was muss ich hier mal? Irgendwas muss ich da vorne machen. Szenario. Achso, Tyrannei des Lichts. Ach, schau mal, also jetzt müssen wir eigentlich gegen die Draenei kämpfen, oder was? Die Draenor sind doch eigentlich immer so tolle Gute gewesen. Interessant. Ja gut, kliefen wir da halt ein bisschen rein in die Draenei. War super, die bringen ja alle nicht viel Punkte. Haben wir hier noch irgendwie mehr, die ich zusammenziehen kann? Passiert hier.
Okay, die klicken wir an, dann gehen sie kaputt. Oh, die haben ziemlich viele Punkte gebracht. Ja, super, jetzt läuft gerade mein Inka aus. Okay, die... Oh, wenn ich alle hier adde, kriege ich ganz gut Damage. Okay, die müssen jetzt einigermaßen schnell sterben, sonst werde ich gleich krepieren. Wir sind mal weg. Oh, das wird mich weglasern. Ist zu weit entfernt. Komm, Heilung. Huh, das war knapp. Das war knapp. Die Heilung ging aber just in time durch. Oh, jetzt laufen wir da mal ein bisschen weg. Oh, das war vielleicht keine gute Idee, aus der Ding rauszugehen. Aber ich muss einfach dahinter laufen. Da kommen... Warte mal, das sind doch die von dem lachenden Schädel, oder? Die Typen? Ne, die heißen auch Magar-Orks. Dass wir hier so ein Riesenlager haben. Oh, da ist der Naru. Schauen wir an. Gebt euch ein heißes Licht willkommen. Okay, dass die Trainer jetzt so aggressiv agieren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das muss wahrscheinlich irgendwie, für die Story brauchst du halt irgendeinen Feind. Achso, ja gut, dann. Ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen den Naru an sich. Aber diese Kriegsmaschinen kennen wir ja aus Dings noch. Aus Draenor, nicht aus Draenor, aus Argus. Und da waren die ziemlich mächtig, ne? Also mit dieser Maschine hast du alles weggemacht. Ich hab sie geliebt. Mit jedem Gammeltwink hast du es angemacht und hast jeden Rare quasi weggeschottet. Ja, stimmt, die Schulden. Ja, da hast du recht. Die haben ja gesagt, dass sie uns was schulden. Achso, jetzt müssen wir den Exarch auch noch töten. Konnten wir den nicht in seiner Kriegsmaschine platt machen? Ah, der Stunt und alle hier. So einer. Und ist damit dann hier zu Ende oder ist da noch mehr? Na gut, wir sind jetzt schon ein bisschen am Kämpfen. Na? Solange ich keine Instanz mit irgendwelchen Randoms laufen muss, ist alles tutti. Oh, den kann ich looten. Muss ich mit Grumash einmal treffen. Ich habe sogar hier so einen Hund, der dazu passt. Hier so ein Wolf. Stil echt, ne? Tromka! Tromka. Schau mal, wir passen hier richtig gut rein mit dem Wolf. Na, ich hoffe mal, dass dein Zahn, der rausgefallen ist, ein Milchzahn ist, ne? Meinst du? Also die sehen jetzt aber nicht so besessen aus hier. Wir müssen Befehle vom Kriegshäuptling abwarten. Okay. Okay, wir haben mutig gekämpft. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Verbündeten bekommen. Okay, helfen, dann kriegst du gewinnen, dann ist uns schon beglichen. Okay, ja wunderbar. Sprecht rasch. Wir haben Schlachten zu gewinnen. Ja. Oh, da kommt nochmal einer. Was hat er zu berichten? Sog, sog. Hab meinen Segen. Gut, gut. Der hat den Segen vom Grumash. Eine Armee rückt an. Oh, was für eine Armee rückt an? Was ist da hinten? Irgendwas kann ich hier machen. Da muss ich in den Turm hochgehen? Oder wo ist die Armee? Ich sehe keine Armee. Ich glaube, ich muss irgendwas in den Turm machen. Ah, das Geschütz muss ich benutzen. Das ist bestimmt auf dem Turm, oder? Schauen wir mal. Einmal hoch. Ja, schau, ich dachte es mir schon. Hallo? Oh, jetzt. Hey, das ist aber keine Armee. Ach so. Warte, was habe ich denn als zweite Fähigkeit? Die fliegen ja ewig lahm. Oh mein Gott, ich muss da viel weiter vorschießen. Was ist denn das andere? Oh! Ah, das rollt dann so. Also ich muss gut davor schießen, weil es ewig fliegt, das Zeug. Schau mal, wie die wegfliegen. Oh shit, ich soll vielleicht hier das Lager, den Eingang vom Lager verteidigen.
Einfach rein da mit allem. Oh shit. Ich hatte den Tor rein. Warte, ich kann mit meinem eigenen Turm reinschießen? Das ist dumm. Das ist dumm. Okay. Also mit Aiming habe ich es nicht so, habe ich das schon mal erwähnt. Bin ich so semi-gut. Also ich darf eigentlich nicht direkt drauf schießen, sondern ich muss immer so ein bisschen davor schießen. Ach komm, ich treffe aber auch gar nichts, ne? Ich treffe aber einfach gar nichts. Also wenn ich so ein bisschen davor schieße, ist eigentlich ganz gut. Da fliegen sie. Also hier unten triffst du eigentlich, glaube ich, immer was. Das müssen wir uns doch gleich haben, oder? Hier. Ah, wunderbar. Da haben wir es. Oh, da kommt jetzt nochmal eine... Warte mal, muss ich jetzt wieder runter? Ja, ich muss wieder runter. Oh, jetzt kommt der finale Kampf. Wir haben doch jetzt eben alle weggeschossen, jetzt stehen die auf einmal da. Warum konnten wir die mit der Kanone nicht auch noch killen? Wir werden Draenors Himmel wiedersehen. Wer schreit denn da? Es ist sehr lang her. Haben wir Velen irgendwann? Ah, nee, Hochexamen. Ah, das ist die Velen quasi mit der Macht ausgestattet hat. Die hat doch hier dieses Symbol einmal auf der Stirn. Das zählt die Gilde auch zum Erfolg? Wie meinst du das? Nee, die haben ja nie den Pakt mit den Dings eingegangen. Du tust da gerade was missverstehen. Ach, warte mal, ich muss, glaube ich, da hinten jetzt. Kann ich jetzt eins von den Dingern nehmen? Nee, da müssen wir das Szenario abschließen, ne? Hä, was soll das jetzt? What the fuck? Jetzt habe ich gerade den Chat hier gelesen. Ach, die haben wir jetzt alle rausgeportet. Ah. Warte mal, was waren da jetzt? Verdammnis, also das Licht reißt, Ach, der sagt, der soll alle hier rausschaffen. Ah, die haben die jetzt quasi hier rausgeportet, dass das Licht die nicht überrennen kann. Ah, und jetzt können sie zu uns, okay. Kämpft ehrenhaft. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Jo, danke. Warte mal, bin ich jetzt... Jetzt muss ich hier zurück und dann sind wir fertig, oder? Ja, Hauptstadt der Horde. Wir haben keine Zeit, dem nachzutrauen, was wir verloren haben. Die Magar werden eine neue Heimat finden, und zwar hier. Ja, wunderbar. Die Trolle, von denen meine Mutter sprach. Boah, ihr kennt die Mutter von ihm, die Trolle. An denen ich euch messe. Mhm. Gut, okay, dann gehen wir da rein, dann sind wir hier durch. Also ist quasi die Story, dass wir alle möglichen Sachen bannen mussten. Dann kommen wir einmal nach Draenor. Wir sind in Draenor, helfen ein bisschen den Magar-Orks. Dann ist eine Riesenschlacht mit den Draenor, die anscheinend mit dem Licht hier die Magar-Orks auf ihre Seite ziehen wollen. Da haben die Magar-Orks keine Bock drauf und dann ist die Schlacht aussichtlos und sie porten einfach den ganzen Laden raus und ja, jetzt gehört halt Draenor den Draenor. Ja gut. Dafür haben wir die Magar-Orks und den schicken Wolf und das Achievement. Kriegshäuptling. Oberanführerin Geyara hat ihre Soldaten der Horde verpflichtet. Etrik hat mir von der Stärke eures Volkes berichtet. Ich vertraue darauf, dass euch Ehre genauso viel bedeutet wie ihm. Warte mal, das hier. Bedeutet uns alles. Wir schwören diesen Eid nicht leichtfertig, Kriegshäuptling. Etrik und euer Champion haben ihren Mut bewiesen. Wenn sie das Herz der Horde verkörpern, dann kämpfen wir mehr als gern an ihrer Seite. Ich akzeptiere euren Treueschwur, Oberanführerin. Euer Volk ist in den Mauern Orgrimmars willkommen. Draenor ist gefallen, aber wir machen Azeroth zu unserer neuen Heimat. Eure Feinde sind jetzt unsere. Gut, alles klar. Das arme hier Draenor. Armes Draenor. Die haben da so coole Konstruktionen gehabt, ne? Und jetzt ist es gefallen.
Eigentlich müsstest du auf der Allianz jetzt hier eine riesen Festung auf Draenor aufbauen können, wenn du da nochmal zurückgehst. Gut, dann sind wir durch. Ich habe mein Mount, habe mein Achievement und jetzt kann ich einen Magaor quasi auswählen und spielen. Wir können jetzt mal noch zum Ende vom Video einmal kurz reingucken. Also das ist das Mount. Achievement haben wir. Und jetzt müssten wir einmal den Magar-Org erstellen können. Und zwar, wo kann ich, warte mal, hier, verbündete Völker, genau, jetzt habe ich alle zur Auswahl, seht ihr, jetzt habe ich alle freigespielt. Und hier gibt es dann nochmal den Magar-Org. Und dann, warum ist denn der so schwarz? Was hat denn der, achso, du kannst hier, ah ja, gut. Ah, die sind richtig cool, ne? Die sind richtig cool. Also du hast die hier mit diesen Kum. Also ich weiß nicht, ob das Tätowierungen sind oder ob der einfach ein bisschen angeschimmelt ist. Ich weiß es nicht. Der ist ein bisschen weniger angeschimmelt. Das ist der ganz normale Braune. Der mit den Tätowieren sieht auch cool aus. Der hat ein bisschen weniger. Das ist der 0815. Das ist natürlich auch krass. Der ist krass vernarbt, ne? Das hat was. Der ist ein bisschen weniger krass vernarbt. Der ist ganz normal, so ein grauer. Und der ist halt irgendwie, sieht aus wie fast diese Demon Hunter-Typen. Bisschen zu lange im Bergwerk gewesen. Oh, da hast du ganz schön fiese Fratzen dabei, ne? Ja gut, die Haare sind Standard, oder? Die haben alle Orks. Obwohl, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich, glaube ich, noch nie. Und das hier. Okay. Ja gut, die Haarfarben ist halt auch Standard. Werte, da ist, glaube ich, auch jetzt nichts Neues, Tolles dabei. Was haben wir? Haltung. Ah, das ist cool. Weil ich finde, die Orks sind immer ein bisschen gammelig. Das macht natürlich. Warte mal, was können wir. Also schau dir den mal an, wie der aussieht. Also ich glaube, ich mache mir so einen. Genau, das ist ein Schwarzfels-Ork, da hast du recht. Obwohl, der Schwarze war fast cooler, ne? Der Schwarze war was cooler. Ist wie so ein Ureinwohner. Gut, aber den werde ich mir demnächst mal basteln. Mach eine Frau, warte. Nee, ja, aber ich. Sexy. Die hat ganz schön runde Titten, muss ich sagen. Also, naja, sieht fast ein bisschen unecht aus. Ja, macht was her, so eine. Aber die steht standardmäßig aufrecht, oder? Also die. Die kannst du gar nicht, die Haltung. Die ist standardmäßig aufrecht. Ach, auch die Orks haben diese Haltung? Ich wusste das gar nicht. Gut, ich habe mir ja, glaube ich, wann habe ich mir das letzte Mal ein Ork erstellt? Das war, glaube ich, ein Burning Crusade. Gut, dann sind wir fürs Video jetzt soweit durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann beim Leveling von meinem Magar-Ork. Bis zum nächsten Mal. Euer Chilla. Ciao.